Vater, wir danken dir so sehr für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir danken dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir, Vater, dass du uns bestimmt hast und uns berufen hast, dein Leben zu führen, ohne Angst, ohne Furcht. Nur in einer Furcht, Herr, sollen wir sein, nämlich in deiner Furcht, in der Gottesfurcht. Und wir danken dir, Vater, dass dieses Wort heute Morgen unsere Herzen erreicht, nicht nur unsere Ohren, nicht nur akustisch, sondern unsere Herzen erreicht und etwas bewirkt in unserem Herzen. Nämlich, dass wir Ängste vertauschen, Ängste austauschen und von jetzt an ohne Angst leben, aber in der Furcht vor dir. Amen. Amen. Nun, wir kommen heute zum Ende einer recht langen Serie, einer recht langen Predigtreihe zum Thema ohne Angst leben. Ich weiß gar nicht mehr, wann die begonnen hat, aber ich weiß, dass sie 12 Teile hat mit heute. Und nun, du sagst, wie kann man so lange über ein Thema predigen? Kein Problem, ich könnte auch 12 weitere Teile anhängen zu diesem Thema. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Bibel ein großes Gewicht darauf legt, dass wir in der Nachfolge Christi und im Glauben an Gott angstfrei leben können, was die normalen Ängste und Befürchtungen und Sorgen des Menschen anbelangt. Davon können, ja sollen wir frei sein. Warum? Weil Furcht beraubt. Angst ist ein Räuber. Und zwar ein sehr, sehr ernstzunehmender Räuber, wie wir gelernt haben im Laufe dieser Serie. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel Hiob sagen musste über sein eigenes Leben, über seine Situation, dass das, was er befürchtet hat, wovor er Angst hatte, das schließlich über ihn gekommen war. Und ich glaube, das ist wirklich eine Erklärung dafür, warum diese Dinge überhaupt ihm zugestoßen sind. Und der Herr hat mich gerade vorhin noch an eine Stelle erinnert, als du über deinen nächsten Einsatz in der Ukraine gesprochen hast, Katharina, nämlich die Stelle, die du letzte Woche auch verwendet hast, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 6, wo es heißt, und Petrus spricht hier betont zu den Frauen, zu den gläubigen Frauen, und sagt am Ende hier, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Also jede Frau ist dazu aufgefordert, keinen Schrecken zu fürchten. Und ich glaube, dass auch hier ein Schlüssel enthalten ist für das Verständnis der Frau. Und du bist natürlich zu empfehlen und zu rühmen, Katharina, dass du dir all das zu Herzen genommen hast und tatsächlich ohne Schrecken, ohne Furcht dorthin gehst und das Evangelium predigst. Halleluja. Aber auch jede andere Frau, die heute Morgen hier ist, und das ist dann doch noch eine Muttertagspredigt, seid ohne Furcht. Fürchtet keinen Schrecken, der Herr ist mit euch. Halleluja. Und heute Morgen wollen wir das Ganze abschließen mit dem großen, man könnte sagen, Schlussbouquet oder mit einem großen Paukenschlag zum Ende, nämlich die eine einzige Furcht, die nicht nur legitim ist zu haben, sondern die wir sogar haben sollen. Ich habe am Ende meiner letzten Predigt vor 2 Wochen einen Vers noch einmal erwähnt, den wir auch schon hatten, nämlich wo Jesus sagt, wir sollen nicht die fürchten, die den Leib töten können. Also mit anderen Worten, keinen Menschen fürchten. Wer kann den Leib töten? Das sind andere Menschen oder im gegebenen Fall auch Tiere. Wir sollen nicht die fürchten, die den Leib töten können, sondern wir sollen den fürchten, der die Macht hat, nach dem Sterben des Leibes sogar in die Hölle zu werfen. Und das ist nicht der Teufel, wie ich schon erklärt habe, denn der Teufel ist nicht dafür verantwortlich, dass Menschen in die Hölle kommen, sondern Gottes Urteil über einen Menschen kann in diese Richtung gehen. Und diesen Gott, diesen Richter, diesen allmächtigen Gott, den sollen wir fürchten, sagt Jesus dort mit anderen Worten. Nun, die Furcht des Herrn, diese Formulierung, diese Begrifflichkeit ist ein stehender Begriff im Alten Testament, aber nicht nur. Und ich möchte mit euch eine kleine Reise heute Morgen unternehmen, insbesondere durch das Alte Testament, aber wir werden im Neuen enden und du wirst sicherlich auch verstehen, wie neutestamentlich dieses Konzept von allem Anfang an ist. Wenn wir von der Furcht des Herrn reden und dabei vor allem alttestamentliche Schriftstellen anschauen, dann ist das nicht ein Rückschritt, ein Zurückgehen in den alten Bund oder etwas, sondern wir führen uns einfach zu Bewusstsein, was das Leben der Menschen damals ausgemacht hat.
Und ich glaube, dass viele Heilige des alten Bundes wahrscheinlich ein heiligeres Leben gelebt haben, in der Absonderung zu Gott hin, als viele Christen es heute leben. Und das sollte nicht so sein, denn wenn jemand prädestiniert ist, ein heiliges Leben zu führen, dann sind das wir, die wir erlöst worden sind, die wir einen neuen Geist in uns haben, die wir eine neue Schöpfung sind in Christus. Eine der ersten Schriftstellen oder frühen Schriftstellen, wo diese Formulierung Furcht des Herrn erscheint, ist Hiob 28, Vers 28. Und hier heißt es, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Deswegen nenne ich diese Botschaft heute Morgen, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Die Furcht des Herrn ist Weisheit. Und das ist natürlich besonders wichtig, weil nach Weisheit streben die meisten Menschen. Aber viele verbinden es nicht mit diesem Konzept der Furcht des Herrn. Sie möchten Weisheit finden aus allen möglichen Quellen und finden vielleicht sogar weise Gedanken und nehmen diese weisen Gedanken in ihr Leben auf und versuchen, diese Weisheiten umzusetzen. Und daran ist grundsätzlich nichts Falsches, aber meine eigene Erfahrung ist, dass wo immer ich versuche, Weisheit anzuwenden, ohne dabei die Furcht Gottes vor Augen zu haben, dass ich nicht zu dem Resultat komme, das mir die Weisheit eigentlich verspricht. Und das ist eine sehr frustrierende Angelegenheit oder kann eine sehr frustrierende Angelegenheit sein. Denn an der Weisheit ist ja nichts Falsches, es fehlt dir nur die Grundlage. Und die Grundlage ist eben die Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn wiederum, ist etwas, das man vielleicht nicht in Kategorien von Weisheit fassen würde am Anfang. Wir würden denken, ja, Furcht des Herrn, was ist das überhaupt? Nun, wir werden es noch definieren. Aber das ist mehr eine Lebenshaltung, das ist mehr eine Grundeinstellung, das ist mehr, wie unser Innerstes ausgerichtet ist, als etwas, das wir nur in unseren Verstand aufgenommen haben. Und Weisheiten, Erkenntnisse, Wissen aller Art, das kann sehr wohl eine Kopfsache sein und wird unseren Kopf und unser Verstehen mit beanspruchen, wie wir auch noch sehen werden im Laufe dieser Botschaft. Nun, wenn wir chronologisch vorgehen mit dieser Formulierung, die Furcht des Herrn, und das im Alten Testament studieren, dann stoßen wir auf 2. Chronik 19, die Verse 9 und 10. Und ich meine, das ist die erste Stelle, wo diese Formulierung Furcht des Herrn überhaupt erscheint. Die erste Stelle. Und das ist insofern wichtig, als dass Stellen, wo etwas zum ersten Mal erwähnt wird in der Bibel, immer Definitionskraft haben. Das heißt, dort wird uns gezeigt, was hauptsächlich oder auch unter anderem eine Sache wirklich ist. Und eben wenn wir von so etwas reden wie der Furcht des Herrn, wo vielleicht viele von uns nicht unbedingt Zugang haben dazu oder nicht genau sich etwas vorstellen können darunter, ging mir übrigens auch über Jahre so, auch als Christ noch, dann ist es wichtig, dass wir das genau definieren. Lass uns einmal lesen, wo hier, in welchem Zusammenhang hier Furcht des Herrn erscheint. 2. Chronik 19, die Verse 9 und 10. Und er befahl ihnen und sagte, so sollt ihr es machen, in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ungeteiltem Herzen. Ein ungeteiltes Herz ist auch etwas, das mit der Furcht des Herrn einhergeht. Was für ein Rechtsstreit auch immer vor euch kommt, von Seiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen, zwischen Bluttat und Bluttat, zwischen Gesetz und Gebot, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, so sollt ihr sie verwarnen, damit sie nicht an dem Herrn schuldig werden und damit nicht ein Zorn über euch und über eure Brüder kommt, so sollt ihr es machen, damit ihr nicht schuldig werdet. Es geht hier darum, dass Richter eingesetzt wurden. Richter sollten eingesetzt sein über das Volk und über die Angelegenheiten des Volkes. Wisst ihr, damals gab es keine strenge Trennung zwischen Legislative und Judikative oder wie man das heute nennt, sondern du könntest sagen, der Gesetzgeber war zugleich auch der Richter. Also die Priester, das Priestertum in Israel war unter anderem auch dazu befugt zu richten über das Volk. Und da gab es keine eben klare Gewaltentrennung. Umso wichtiger ist es, dass die Richter ihre Aufgabe nicht nur ernst nahmen, sondern sie vor Gottes Angesicht ausübten. Was wir hier sehen, ist eigentlich,
die Sicherung, die göttliche Sicherung, die gewährleistet, dass Menschen ihre Macht nicht missbrauchen. Und das ist doch hochinteressant, weil das ist eine Frage, die sich durch die Geschichte immer wieder gestellt hat und sich auch in unserer modernen Zeit immer wieder stellt. Nämlich, wie können wir verhindern, dass Menschen Befugnisse, ihre Autorität, ihre Macht, die ihnen zu Recht zugekommen ist, in vielen Fällen, dass sie die nicht missbrauchen, dass sie damit nicht auf Abwege kommen. Und weißt du was, die einzige richtige Antwort darauf ist im Grunde genommen die, wir müssen Menschen wählen in solche Ämter, die in der Furcht des Herrn dieses Amt ausüben. Denn letzten Endes und unter den gegebenen Umständen und Situationen wird jeder dazu neigen, sein Amt zu missbrauchen. Du kannst jemanden einsetzen, der noch so aufrichtig ist, der noch so bewiesen hat, dass er eine ehrliche Haut ist. Wenn die entsprechende Situation eintritt, werden Menschen in Versuchung sein, ihr Amt zu missbrauchen. Nämlich zum Beispiel, wenn sie sich selber einen Vorteil verschaffen können oder wenn Recht sprechen bedeuten würde, dass man selber dabei Schaden nimmt. Ja, und solche Situationen können vorkommen, auch in einer Gerichtssituation oder dass eigene Prinzipien verletzt werden oder so. Ich stelle mir manchmal vor, dass es für Richter und Rechtsanwälte, Juristen auch in unserer Zeit wahrlich nicht leicht ist, Recht zu sprechen nach dem, wie es das Gesetz sagt. Manchmal musst du Verbrecher gehen lassen, die offensichtlich ein Verbrechen begangen haben, nur weil du es ihnen nicht beweisen kannst. Aber es ist trotzdem richtig, es zu tun, weil das Gesetz es so sagt. Jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, nein, wir wissen, dass du es warst, und die Person trotzdem zu bestrafen, wäre ein Rechtsbruch. Und du würdest nicht mehr in der Furcht des Herrn wandeln, wenn du das tun würdest. Nun, der Grund, warum ich ein solches Beispiel überhaupt wähle, ist, weil ich glaube, dass es beispielhaft ist. Es ist exemplarisch. Wir sehen hier etwas, nämlich, dass wir bis in die Feinheiten vor Gott stehen müssen in den Dingen, die wir entscheiden und die wir tun in unserem Leben. Amen. Und das ist die einzige, wie gesagt, Sicherung, die gewährleistet, dass wir auch dann noch das Richtige tun, wenn es uns selber zum Schaden ist oder wir einen größeren Nutzen hätten, wenn wir in eine ganz andere Richtung jetzt gehen würden, als das Recht eigentlich es vorschreibt. Das ist ein Grundwesenszug der Furcht des Herrn. Amen. Nämlich, dass wir Dinge nicht tun, die wir vielleicht gerne tun würden, nur weil wir wissen, wir stehen vor einem Größeren. Wir stehen vor einem größeren Richter, als wir selbst es vielleicht sind, der darüber wacht, dass das Gesetz eingehalten wird und dem wir letzten Endes Rechenschaft geben müssen. Furcht des Herrn bedeutet unter anderem zu wissen, es wird ein Tag kommen, wo jeder Einzelne von uns vor Gott stehen wird, dem Richter aller Menschen vor Gott stehen wird und ihm Rechenschaft wird geben müssen, was er mit seinem Leben getan hat. Das ist unter anderem Furcht des Herrn. Und ich denke, wir verstehen, dass das eine ziemlich wichtige Angelegenheit ist. Amen, denn dieser Tag wird unweigerlich kommen. Ich habe es schon kurz angedeutet, wir hatten gestern eine Geburtstagsfeier hier und zwar sind beide meiner Eltern sind 80 geworden dieses Jahr und haben ihre Geburtstage zusammen nachgefeiert, gestern mit Verwandtschaft und so, und das haben wir hier bei uns in der Cafeteria ausgerichtet und es war wunderbar und ich habe schon gemerkt, natürlich die Verwandtschaft von meinen Eltern, die ist auch ungefähr in diesem Alter, ja, mein Vater hat einige Geschwister, der Bruder von meiner Mutter konnte nicht kommen, weil der in Norddeutschland wohnt und so weiter, die gehen alle auf die 80 zu. Und ich meine, spätestens wenn man dieses biblische Alter erreicht hat, und das ist wirklich ein biblisches Alter, dann macht man sich Gedanken darüber, was kommt nach dem Tod. Eigentlich sollte man sich diese Gedanken schon viel früher machen. Dann kann man unter Umständen auch den Rest des Lebens, das man da noch hat, viel mehr genießen und viel besser nutzen für die Zwecke und Anliegen des Herrn. Aber lieber spät als nie. Und so gehen mir dann diese und jene Gedanken durch den Kopf und ich weiß einmal mehr, wir haben den Auftrag, Menschen daran zu erinnern, dass sie eines Tages vor ihrem Schöpfer stehen würden. Und das ist nichts anderes als Furcht des Herrn.
Amen. Wenn uns das wiederum, man könnte sagen, das Gegenteil der Furcht des Herrn, ist, dass uns der Herr egal ist. Dass uns seine Gebote egal sind, dass uns seine Forderungen egal ist, dass uns sogar die Möglichkeit seiner Existenz egal ist. Ich meine, wir müssen mal gar nicht so weit gehen, dass wir wirklich sagen, Gott gibt es. Wir wissen, dass es ihn gibt. Aber nehmen wir mal an, jemand ist noch nicht an dem Punkt, dass er von Herzen und mit Überzeugung sagen kann, Gott gibt es. Allein schon das Verwerfen der Möglichkeit, dass es einen Gott geben könnte, ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Diese Möglichkeit einfach auszuschließen, ohne sie wirklich geprüft zu haben, ist das genaue Gegenteil von Gottesfurcht. Du fürchtest nicht das Ewige. Und das ist ein Fehler. Aber jetzt kommen wir zu den praktischeren Aspekten der Furcht Gottes, der Furcht des Herrn. Und eine Sache, die auffällt, wenn du diese Formulierung studierst im Alten Testament, ist, wie oft Furcht des Herrn genannt wird im selben Atemzug mit Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Wissen, Klugheit. Das fällt auf. Und wie praktisch die Furcht des Herrn, wie gleichgesetzt wird mit diesen anderen Begriffen. Wir lesen Psalm 111, Vers 10. Psalm 111, Vers 10. Also ich konnte nicht alle diese Stellen jetzt hier auflisten oder mit reinnehmen in die Predigt. Es ist nur eine Auswahl, aber sie macht deutlich, dass die Furcht des Herrn wirklich etwas mit diesen Wörtern zu tun hat. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben, sein Ruhm besteht ewig. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und es ist, wie ich vorhin schon ein wenig angedeutet habe, bevor wir nicht wirklich Furcht des Herrn haben, müssen wir mit der Weisheit gar nicht kommen. Und das ist auch der Grund, warum so viel menschliche Weisheit nichts taugt. Sie fußt nicht auf der Furcht des Herrn. Obwohl sie vielleicht sogar richtige Dinge zum Inhalt hat. Wisst ihr, ich staune immer wieder und ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, ich bin ein recht belesener Mensch. Ich habe alles Mögliche gelesen in meinem Leben. Ich habe eine Riesensammlung an Büchern zu Hause und nicht nur christliche Bücher, sondern zum Teil auch weltliche Bücher. Und in manchen Bereichen, zum Beispiel was das Geschäftsleben oder den geschäftlichen Erfolg, Managementprinzipien und so weiter angeht, kannst du wunderbare, sehr gute Bücher kaufen und lesen, die rein aus der Welt kommen. Und es ist wunderbar. Aber in dem Moment, wo du selber für dich beanspruchst und weißt, ich stehe nicht nur vor den Menschen, sondern ich stehe auch vor Gott, ist das zu wenig. Und du weißt, okay, ich kann zwar alles richtig machen, aber wenn ich es nicht in der Furcht des Herrn tue, selbst wenn ich Erfolg habe damit, dann ist es immer noch zu wenig. Sondern ich muss vor dem Angesicht Gottes leben, und kann nur dann echte Weisheit hervorbringen, die auch anderen wirklich gesund und zum Nutzen ist. Eine Sache, die man beobachten kann im Leib Christi in den letzten 20, 30 Jahren, ist, dass in manchen Gemeinden, die an sich gute Gemeinden sind oder zumindest einmal waren, praktisch nur noch Erfolgsprinzipien gelehrt werden. Praktisch nur noch menschliche Weisheit gelehrt wird. Praktisch nur noch davon geredet wird, wie wir im Leben irgendwie gut auskommen und erfolgreich sein können. Ohne die Furcht des Herrn. Aber die Furcht des Herrn ist, wie es hier heißt, der Anfang der Weisheit. Und wenn du diesen Punkt noch nicht in deinem Leben vollzogen hast, dann kann ich dich sehr ermutigen, setze die Furcht des Herrn an den Anfang, dann wird Weisheit eine logische Folge davon sein. Manchmal kommt uns Weisheit so schwer vor. Manchmal fragen wir uns, was wäre in dieser oder jener Situation Weisheit? Und wir kommen einfach nicht drauf. Und ich glaube, der Grund, warum wir manchmal nicht drauf kommen und warum Weisheit uns verborgen ist, ist, weil wir nicht bei der Furcht des Herrn anfangen wollen. Deswegen sind uns manche Bereiche der Weisheit verborgen. Und das ist eigentlich ein Schutz. Es ist eigentlich gut so. Denn als Kind Gottes sollen wir nicht nur weise sein, sondern wir sollen insbesondere in der Furcht des Herrn leben. Sprüche 1, Vers 7. Wiederum, die Furcht des Herrn ist der Anfang, diesmal der Erkenntnis. Weisheit und Zucht, das ist im Hebräischen ein Wort, das Disziplin oder Zurechtweisung bedeutet, verachten nur die Narren. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Anfang der Erkenntnis. Nun, auch Erkenntnis kann sich sehr schnell verselbstständigen, wenn wir sie nicht verbinden mit der Furcht des Herrn.
Und ich habe selber eine Lebensphase durchlaufen, als Gläubiger, als Christ, als Pastor bereits, wo ich Erkenntnis praktisch über alles gestellt habe. Und dauernd auf der Suche war nach der neuesten Erkenntnis und nach noch tieferer Erkenntnis. Und Erkenntnis ist gut, Erkenntnis ist wichtig. Ihr wisst alle, im Neuen Testament gibt es sogar verschiedene Stufen von Erkenntnis. Es gibt sogar zwei Begriffe für Erkenntnis im Neuen Testament, nämlich Gnosis und Epignosis. Und Epignosis ist genaue Erkenntnis, tiefe, persönliche Erkenntnis einer Sache, während Gnosis die allgemeine Erkenntnis beschreibt. Aber selbst wenn du dich in den tiefsten Tiefen der Epignosis bewegst, also der persönlichen Erkenntnis, der tiefen Erkenntnis, dann nützt dir das alles trotzdem nichts oder nicht viel, wenn es nicht mit der Furcht des Herrn verbunden ist. Mit anderen Worten, wenn du weißt, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und es geht nicht nur darum, anderen neue Erkenntnisse präsentieren zu können oder neue Erkenntnisse nutzen zu können, sondern es geht letztlich darum, den lebendigen Gott den Menschen weiterzugeben. In Erkenntnis und durch Erkenntnis. In Weisheit und in Zucht. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Auch das ist ein interessanter Aspekt. Denn wenn wir von Furcht des Herrn reden, dann reden wir ein Stück weit immer auch von denen, die nicht in der Furcht des Herrn wandeln. Wir reden immer auch von der gegenteiligen Seite. Amen. Und das muss uns bewusst sein, nämlich, dass es diese Menschen auch gibt und dass man auch töricht handeln kann, dass man auch in Narrheit leben kann. Und ein Erkennungszeichen von Menschen, denen die Furcht des Herrn nicht allzu wichtig ist, ist eben, dass sie sich nicht sagen lassen. Wenn wir das Wort hier von Zucht richtig übersetzen mit Disziplin oder Zurechtweisung, was es im Hebräischen eigentlich bedeutet, dann kommen wir auf diesen Punkt, auf diesen Gedanken. Amen. Nämlich, das sind Leute, die sich nichts sagen lassen. Und leider ist das etwas, das man auch in christlichen Kreisen oft hat, Menschen, die sich nichts sagen lassen. Aber in dem Moment, wo du dir nichts mehr sagen lässt von deinem Pastor, von einem geistlichen Leiter, von jemandem, der länger gläubig ist als du und die Dinge ein bisschen besser kennt und besser weiß, weil er entsprechende Erfahrungen gemacht hat, das Wort länger studiert und so weiter, in dem Moment wirst du zum Tor und wandelst nicht mehr in der Furcht des Herrn. Und diesen Punkt gibt es. Amen. Und das müssen wir uns gesagt sein lassen, wenn wir wirklich in der Furcht des Herrn wandeln wollen. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Eine andere Sache, die in den Sprüchen immer wieder betont wird, ist, dass wir Weisheit suchen sollen mit allem, was wir haben, mit allem, was in uns ist, mit allem, was wir zur Verfügung haben. Mehr als Reichtum sollen wir Weisheit suchen, mehr als Erfolg sollen wir Weisheit suchen. Weisheit muss am Anfang stehen, weil Furcht des Herrn am Anfang stehen muss. Amen. Womit beginnt unser Leben? Deswegen habe ich vorhin spaßhaft ein bisschen zu Sophia gesagt, Sophia, du beginnst mit Weisheit. Und das ist vielleicht ein Wortspiel gewesen, aber es ist natürlich auch wahr. Jeder Mensch, der etwas erreichen kann und will und ein gutes Leben haben möchte in diesem Leben, beginnt mit Weisheit. Lass dein Leben mit Weisheit beginnen, sprich im Angesicht Gottes und im Angesicht der Furcht des Herrn. Und dann kannst du sicher sein, dass du auch in den Situationen, wo menschliche Weisheit versagt, dass du dann immer noch auf dem geraden Weg bleibst. Wenn wir die Formulierung Furcht des Herrn weiter studieren, man kann das Ganze eigentlich in drei Bereiche einteilen. Die Stellen über Furcht des Herrn im Alten Testament umfassen drei verschiedene Bereiche, nämlich diesen ersten, den ich genannt habe, Furcht des Herrn, Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Klugheit. Und dann gibt es eine größere Gruppe von Stellen, die uns beschreiben, wie die Furcht des Herrn Segen bringt. Die Furcht des Herrn bringt Segen, und zwar einen Segen, den man ansonsten nicht haben würde. Wenn wir von biblischem Segen sprechen, dann meinen wir damit nicht das Sahnehäubchen auf dem Leben. Wir meinen nicht etwas, ja, man kann auch ohne Gott gut leben, aber mit Gott kann man noch besser leben. Nein, wir reden von Segnungen, die man in keiner Art und Weise haben kann, wenn man ihn nicht kennt.
und die nicht einfach nur optional sind, du hast ein gutes Leben, ich habe ein noch besseres Leben, sondern die entscheidend sind. Wir leben unser Leben im Angesicht der Ewigkeit. Und wenn das noch nicht so ist, dann eben herzliche Einladung, in diese Dimension hineinzukommen und das Leben von jetzt an zu leben im Angesicht der Ewigkeit. Denn die Ewigkeit wird schneller da sein, als du denkst. Und das ist keine, bitte versteh das richtig, das ist keine Drohgebärde, überhaupt nicht, in keiner Weise. Aber ich meine, ich kenne jetzt meine Eltern, seit ich auf der Welt bin im Grunde genommen, jetzt sind sie 80 und ich kannte sie auch, als sie 40 waren, ich kannte sie auch, als sie jünger waren, als sie 35 waren und genauso wie meine Eltern alt geworden sind, weiß ich, dass ich irgendwann 80 sein werde. Und dann kannst du eins und eins zusammenrechnen. Du magst 100 werden, vielleicht magst du auch 104 werden. Bitte komm dann nicht auf die Idee, in die Schweiz zu reisen und deinem Leben ein Ende zu setzen. Kleine Randbemerkung zu einer Sache, die diese Woche passiert ist. Ja. Sondern wisse, dass du dieses Geschenk aus der Hand des Herrn bekommen hast und pflege es entsprechend. Lebe im Angesicht der Ewigkeit. Dann lebst du anders. Die Furcht des Herrn bringt Segen. Sprüche 10, Vers 27. Und jetzt musst du wirklich gut zuhören. Denn wenn es bis jetzt vielleicht noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so klang, als ja, wir müssen, wir sollten, wir überhaupt, der Herr fordert, so ist es nicht gemeint, aber jetzt kommen die Verheißungen. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Wenn du den Sprüchen folgst, insbesondere aber auch den Psalmen an anderen Stellen im Alten Testament in der Bibel, dann siehst du, dass es nicht eine Sache des Schicksals ist, wie lange jemand lebt auf der Erde. Es ist nicht eine Sache des Schicksals und es ist auch nicht allein in der Hand Gottes, wie lange jemand lebt auf dieser Erde. Sondern wenn du das Wort Gottes für bare Münze nimmst, und das würde ich dir empfehlen, dann kannst du das nicht anders verstehen als die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Mit anderen Worten, du kannst deinen Lebenstagen, die du gehabt hättest, ohne Furcht des Herrn, welche hinzufügen durch die Furcht des Herrn. Halleluja. Und ich freue mich schon auf die paar, auf die Jahre, die ich hinzufügen kann. Meinem Leben, so wie es gewesen wäre, ohne Furcht des Herrn. Ich habe es nicht eilig zu verschwinden von dieser Erde. Manche Leute scheinen es eilig haben, zu haben, von der Erde wieder zu verschwinden. Ich habe es nicht eilig. Weil ich, weißt du, ich bin überzeugt davon, dass Alter und was man noch tun kann im Alter, vor allem eine Frage des Denkens ist und des Wahrnehmens ist und nicht so sehr eine Frage dessen, wie alt dein Körper ist. Ich kenne alte Leute, die sind hoch, agil, auch im Alter und bringen Frucht und Leid, führen andere Menschen zum Herrn und schreiben noch Bücher und predigen vor Massen zum Teil. Wunderbares Beispiel ist Marilyn Hickey, eine amerikanische Pastorin, die, was ist jetzt, 86? Die, und sie sagt von sich selbst, nach meinem 80. Geburtstag habe ich die größten Versammlungen gehabt. Und sie war vorher schon nicht unbekannt. Aber seit sie 80 ist, dient sie auch in solchen Ländern wie Pakistan und hat Großevangelisationen in Pakistan. Ich meine, was hast du vor, nach deinem 80. Geburtstag noch zu machen? Und ich habe auch solche Dinge vor. Halleluja. Weißt du, eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Älterwerden, rede nicht so alt, klug, Pastor Manfred, bist ja ein junger Schnaufer. Naja, so jung auch nicht mehr. Eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Älterwerden, man wird zwar äußerlich älter, aber innerlich bin ich immer noch. Zeig mir das Leben, gib mir das Leben. Ich bin jung und ich möchte auch Dinge tun, die junge Menschen tun. Und ich kleide mich auch nicht wie ein Opa. Amen. Gerade in den letzten Jahren habe ich, weißt du, habe ich die Sneakers neu entdeckt und habe mir fast eine kleine Sneakers-Sammlung angelegt. Besitze zwei Paar Sneakers der Marke New Balance. Das ist so wirklich eine In-Marke, eine Hipster-Marke, wenn du so willst. Ja. Ich besitze ein Paar Adidas Stan Smith, für die, die wissen, was das bedeutet. Und so weiter. Jetzt magst du sagen, ja, Pastor, mach nicht einen auf Teenager hier. Ja. Nein, das hat nichts damit zu tun. Ich fühle mich einfach innerlich jung. Also muss ich nicht rumlaufen wie ein Opa.
Amen. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Sprüche 14, Vers 26, erster Teil. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Jetzt kommt der Reifen auf die Straße. Im Verhältnis zu dem, was wir bisher in dieser Serie angeschaut haben. Denn ohne Angst zu leben, muss ja heißen, dass ich mein Vertrauen auf etwas anderes gesetzt habe, als das Menschenmögliche oder das Menschenunmögliche oder die Katastrophen, die passieren können. Amen. Amen. Wenn ich ohne Angst leben soll, dann muss mein Vertrauen auf etwas sein, das von der Angst nicht behelligt werden kann. Wo die Angst keinen Zugriff hat, wo die Umstände keinen Zugriff haben, vielmehr. Und genau das wird uns hier gesagt. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Mit anderen Worten, wenn der Herr mir vor Augen ist und mir wichtiger ist und realer ist als alle Umstände um mich herum, dann liegt darin mein Vertrauen. Preist dem Herrn. Und das ist das Ende der Angst, das ist das Ende der Furcht. Wenn wir in diesem Sinn sagen können, der Herr ist mir vor Augen, die Furcht des Herrn ist mein Vertrauen geworden. Ich habe Ängste getauscht, könnte man sagen. Die Furcht des Herrn gegen alle anderen menschlichen Ängste. Und ich kann dir eins sagen, es ist besser auf dieser Seite der Gleichung zu leben. Die Furcht des Herrn, wenn ein starkes Vertrauen darin liegt. Nun, manche Leute haben Angst vor Gott. Und interessant ist ja, dass wir unsere Serie eigentlich damit begonnen haben, dass wir sahen, die erste unmittelbare Reaktion von Adam und Eva nach dem Sündenfall war, wir fürchteten uns. Deswegen haben wir uns versteckt. Die Beziehung war gebrochen. Das, was vorher normal war zwischen Adam und Eva und Gott, nämlich ungebrochene Gemeinschaft, Vertrauen, Liebe, Annahme, das war auf einmal weg. Adam fürchtete sich und bringt das auch zum Ausdruck. Und jetzt fürchten wir uns vor Gott in einer ganz anderen Art und Weise. Wir haben keine Angst vor Gott, sondern wir fürchten ihn als oberste Instanz unseres Lebens und geben ihm alle Ehre, bringen ihm allen Respekt und zwar mehr, als wir vor Menschen Respekt haben. Seht ihr, wir haben letztes Mal, glaube ich, über Menschenfurcht gesprochen. Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht in Menschenfurcht leben, wenn wir in der Gottesfurcht leben? Wenn Gott die höhere Instanz ist. Denn Menschen fordern manchmal Dinge von uns, die auf der menschlichen Ebene legitim sein mögen. Umstände fordern manchmal Dinge von uns, dass wir uns anpassen zum Beispiel. Aber Gott ist die höhere Instanz. Wir hatten gestern Nachmittag, ich habe es schon erwähnt, diesen 80. Geburtstag von meinen Eltern. Und da gab es auch noch einen Programmteil, den haben wir hier drin abgehalten. Und mein Patenonkel hat zuerst eine satirische Darbietung zum Besten gegeben. Und dann kam der Sohn von einem Cousin von mir, von einer Cousine von mir vielmehr, und hat hier gezaubert. Also wenn du mal hättest sehen wollen, wie im biblischen Glaubenszentrum gezaubert wird, hättest du gestern hier sein müssen. Gott sei Dank waren es wirklich nur Kartentricks und solche Sachen. Ja. Zum Teil recht überzeugend, zum Teil habe ich auch gesehen, wie er es gemacht hat. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch eine Predigt zu halten. Und zwar der größte Teil meiner Verwandtschaft ist nicht gläubig in unserem Sinne. Und die Leute kommen nicht an eine Geburtstagsfeier normalerweise, um eine Predigt zu hören. Aber weißt du was, ich habe mich dieser unausgesprochenen Forderung in keiner Weise angepasst. Sondern ich habe den Leuten genauso das Wort Gottes gegeben, wie ich es euch heute Morgen gebe. Mit klaren Ansagen, mit klarer Aufforderung an den Herrn Jesus zu glauben, mit klaren Aussagen bezüglich der Ewigkeit, bezüglich Himmel und Hölle, verloren sein und errettet sein. Amen. Da dürfen wir keine Rücksicht nehmen auf die Gefühle der Leute. Amen. Sprüche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Halleluja. Betonung auf die Furcht des Lebens, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Das ist eine Sache, die ist so alt wie die Menschheit, nämlich die Suche nach dem Jungbrunnen. Oder?
Kommt in der Mythologie vor, kommt immer wieder vor in der Literatur. Die Suche nach dem ewigen Jungbrunnen. Auch die Legende vom Heiligen Gral ist nichts anderes als das. Lasst uns irgendwo eine Lebensquelle finden. Irgendetwas, wo wir eintauchen können oder das wir trinken können. Und dann haben wir Leben. Und dieses Leben hört nicht mehr auf. Und wir werden nicht mehr alt und so weiter. Nun, das ist immer nur begrenzt möglich in dem Rahmen, wo wir stehen. Aber wenn das Wort Gottes sagt, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dann sollten wir das durchaus ernst nehmen. Dann sollten wir durchaus wissen, aha, hier haben wir die Koordinaten für einen solchen Jungbrunnen gefunden. Lasst uns diesen Jungbrunnen nutzen, die Furcht des Herrn. Lasst uns davon nehmen, uns darin eintauchen und wissen, jetzt haben wir eine Quelle des Lebens, Halleluja, die in uns übersprudeln wird, hineinschließlich bis ins ewige Leben. Ich glaube, dass man so lebendig sterben kann, dass man eigentlich gar nicht hätte sterben müssen, wenn es nicht die Natur voraussehen würde. Halleluja. In hohem Alter, zufrieden, gesättigt, lebenssatt, kann man am Ende seiner Tage nach Hause zum Herrn gehen und dann dort in Ewigkeit weiterleben. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsverse in diesem ganzen Zusammenhang, Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Es gibt ja viele Gläubige, Christen, die ein großes Problem haben mit der sogenannten Wohlstandsbotschaft oder dem, was sie dann despektierlich das Wohlstandsevangelium nennen. Und ich möchte solchen Leuten manchmal am liebsten sagen, ihr müsst nur mal eure Bibel richtig lesen. Denn dann findet ihr Stellen, denen man schlicht und einfach nicht widersprechen kann. Wie zum Beispiel diese Stelle, lasst sie mich noch einmal lesen. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn, also Demut ist auch eine sehr, sehr christliche Tugend, würde ich sagen. Das ist so eine christlich-biblische Grundtugend, Demut. Also wir befinden uns hier auf sicherem Boden. Demut, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist nicht ein heiliges Leben. Zumindest ist das nicht das, was hier steht. Du könntest sagen, ja, dann habe ich ein schönes heiliges Leben und der Herr ist zufrieden. Nein, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn, wie es uns hier gesagt wird, ist Reichtum und Ehre und Leben. Mit anderen Worten, du sollst etwas von deiner Demut und von deiner Gottesfurcht haben. Halleluja. Halleluja. Also, das wäre eigentlich Grund zum Jubeln. Aber du musst nicht unbedingt jubeln, wenn dir nicht drum ist. Das zeigt aber, dass dir noch nicht wirklich klar ist, was das bedeutet. Das bedeutet, du mitten in diesem heiligen Leben, das von uns gefordert ist, sind wir so gesegnet, wie andere nie gesegnet sein können. Halleluja. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre. Das heißt, du sollst auch zu Ehren kommen. Du sollst gesehen werden als jemand, der ein Faktor ist. Mir wird manchmal Angst und Bange, wenn ich sehe, was wir für Vorbilder haben in unserer Welt. An welchen Menschen wir uns orientieren. Und ich rede nicht nur von der Welt, sondern ich rede auch vom Leib Christi. Was für Vorbilder wir haben. Wie die zu Erfolg gekommen sind. Welche Art von Erfolg sie haben. Was sie jetzt, da sie erfolgreich sind, sagen. Mir wird manchmal bange, wenn ich das höre. Denn sie haben weder Demut, noch haben sie Furcht des Herrn. Obwohl das ja eigentlich der Urgrund ist für Reichtum, Ehre und Leben, gemäß der Bibel. Jeder einzelne von uns, wenn wir diesem Muster folgen, kann genau das haben, was hier steht. Reichtum und Ehre und Leben. Halleluja. Das heißt, wir müssen uns an keine weltlichen, menschlichen Quellen wenden, wenn wir reich werden wollen, wenn wir zu Ehren kommen wollen oder wenn wir Leben haben im Überfluss. Sondern Demut und Furcht des Herrn ist völlig ausreichend. Halleluja. Das ist gute Botschaft. Und Punkt 4, die Furcht des Herrn lässt uns vom Bösen weichen. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zur Definition, könnte man sagen, von dem, was die Furcht des Herrn im Kern eigentlich ist.
Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. So spricht jemand, der die Furcht des Herrn hat. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Ich habe das kürzlich mit jemandem im Gespräch, habe ich so definiert. Gottesfurcht, Furcht des Herrn bedeutet, dass ich vielleicht etwas aufgrund meiner Neigung oder aufgrund der Situation gerne tun möchte oder tun würde, aber weil ich weiß, Gott hat es verboten, Gott hat gesagt, ich will das nicht und das wird negative Folgen haben, deswegen folge ich dieser Neigung nicht, folge ich diesem Wunsch nicht, gebe ich diesen Umständen nicht nach. Das ist Gottesfurcht. Du siehst, dass Gottesfurcht etwas ist, das heute mangelt. Weil so viele Leute Dinge tun, die ihnen gerade in den Sinn kommen. Weil so viele Leute Dinge tun, die sie gerne tun wollen, obwohl sie falsch sind. Auch Christen. Das heißt nichts anderes, als es ist zu wenig Furcht des Herrn da. Denn die Furcht des Herrn ist eine Blockade, eine Mauer zwischen dir und der Sünde. So könnte man es auch ausdrücken. Die Furcht des Herrn ist eine Mauer zwischen dir und der Sünde. Nun, es gibt Sünden, da sind wir ganz froh, dass wir frei geworden sind davon, als wir Christus angenommen haben. Amen. Und dann gibt es so ein paar Sünden, wo wir denken, ja, Herr, hast du dich da nicht getäuscht? Da hättest du auch anders. Das ist so eine schöne Sache. Warum ist das verboten, um Himmels Willen? Aber der Herr lässt sich nicht umstimmen. Wenn sein Wort etwas als verboten oder fragwürdig erklärt hat, dann wirst du mit keinem Kunstgriff der Welt den Herrn davon überzeugen können, dass es trotzdem richtig ist oder in deinem Fall richtig sein könnte. Und wenn wir die Furcht des Herrn haben und in der Furcht des Herrn wandeln, dann werden wir auch dort, wo wir gerne möchten, frei werden von Sünde, weil wir wissen, der Herr hasst Sünde. Und in Sprüche 16, Vers 6 lesen wir, durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Die Furcht des Herrn führt dazu, dass wir vom Bösen weichen wollen. Und zwar nicht nur von dem, was wir für böse halten, sondern, wie erwähnt, auch von dem, was der Herr für böse erklärt hat. Und weißt du, wenn wir von den absoluten ethischen und moralischen Maßstäben Gottes ausgehen, dann muss uns klar sein, der Herr hält mehr für böse als wir. Jesus hat es auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, böse sind nicht nur die Werke, sind nicht nur die Taten, sondern auch die Gedanken. Und dort beginnt es eigentlich. Ein Ehebrecher ist nicht nur jemand, der tatsächlich die Ehe bricht, sondern auch einer, der seinen Gedanken und seinen Augen in diesem Sinne freien Lauf lässt. Auch der ist ein Ehebrecher. Und dort beginnt es. Aber die Furcht des Herrn wiederum heißt, dass wir sogar von diesen Dingen abstehen, dass wir sogar bereit werden, unsere Haltungen zu ändern, unsere innere Einstellung zu ändern zu einer Sache, weil wir wissen, der Herr hat sie für falsch erklärt. Warum sollten wir sie für richtig erklären wollen? Ich rede von Freiheit im Herrn. Halleluja. Sprüche 23, Vers 17, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Und das ist ein Knackpunkt. Insbesondere für uns Gläubige ist das ein Knackpunkt, denn ich habe herausgefunden, dass die meisten Gläubigen, wenn sie aus dem Gröbsten raus sind, dazu neigen, in eine Sache hineinzufallen, die eigentlich auch wieder schlimm ist, nämlich gegen die Ungerechten zu eifern, sich aufzuregen über die Gottlosigkeit der Welt, sich aufzuregen über die Verdorbenheit der Welt. Das ist alles nutzlos. Ich kriege von jemandem E-Mails, SMS zugeschickt in letzter Zeit und der hat zum Teil gute, legitime Fragen, aber zum Teil kommt er auch mit Sachen, wo ich ihm, wenn ich dann Zeit habe, schreiben werde, kümmere dich nicht so sehr um das, was in der Welt schiefläuft und was die Welt tut. Ereifere dich nicht gegen die Ungerechten. Ereifere dich nicht gegen die Sünder. Sondern eifere vielmehr um die Furcht des Herrn jeden Tag. Schick mir nicht einen Ausschnitt aus einem Video über irgendeine Verschwörungstheorie, sondern schick mir lieber ein Video oder einen Ausschnitt aus einem Video mit einer guten Predigt, die du gehört hast oder gesehen hast.
Da könnte ich mich hinreißen lassen, das zu kommentieren. Aber irgendwelchen politischen Kram oder irgendwelche Verschwörungstheorien, da wirst du von mir nichts hören dazu. Aus diesem Alter bin ich raus. Wisst ihr, das Internet ist voll davon. Keine Verschwörungstheorie, wo du nicht ein Video sehen kannst auf YouTube dazu. Und diese Dinge sind schlimm. Und manches daran ist wahrscheinlich wahr. Wie ich einmal zu einem Bekannten gesagt habe, wir saßen am Mittagstisch, eine Gruppe von Pastoren, von Lehrern, und es ging wieder einmal um Verschwörungstheorien. Und schließlich hat es mir gereicht und ich habe zu dieser Person gesagt, weißt du, all das, was du da jetzt ausgebreitet hast, ist wahr, und das Schlimme ist, du kannst nichts ändern. Mit anderen Worten, ich habe seinen Verschwörungstheorien noch eine hinzugefügt. Du kannst nichts ändern daran. Wenn es wirklich eine Verschwörung gibt auf der globalen Ebene, was möchtest du dann daran ändern können? Du wirst nichts ändern können. Aber was du tun kannst, ist, um die Furcht des Herrn zu eifern. Und das ist die Not der Stunde. Das ist das Gebot der Stunde. Dass wir die Gottesfurcht wieder ins Zentrum stellen. Dass wir die Menschen zu Jesus führen. Dass wir sie zum Wort Gottes führen. Dass Menschen das Wort wieder als ihren Maßstab sehen. Denn dann weißt du auch, Jesus kommt bald. Verschwörungstheorien hin oder her. Eine der ältesten Verschwörungstheorien, die es gibt, ist, dass Jesus nicht wiederkommt. Aber er wird wiederkommen. Halleluja. Nun, vielleicht fragt man sich immer noch, was hat das alles mit mir zu tun? Oder was hat das alles mit uns im neuen Bund zu tun? Da möchte ich noch kurz eine Brücke schlagen. Die Furcht des Herrn ist eine Gabe des Christus. In Jesaja 11, den Versen 2 und 3 lesen wir eine Weissagung, eine alttestamentliche auf Christus hin. Und diese alttestamentlichen Weissagungen auf Christus hin, die haben es in sich, weil sie uns Jesus aus alttestamentlicher Perspektive darstellen und definieren und präsentieren, wie wir es zum Teil im Neuen Testament gar nicht unbedingt finden, sondern dann wird es ausgelebt, hier wird es beschrieben. Hier heißt es, und auf ihm, die Rede ist von Christus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Mit anderen Worten, er wird nicht nach dem Hörensagen richten. In ihm erfüllt sich das, was wir ganz am Anfang gesehen haben in 2. Chronik 19, 9 und 10. In ihm erfüllt sich das, was wir gesehen haben an anderen Stellen über die Furcht des Herrn, nämlich Klugheit, Weisheit, Erkenntnis ist damit verbunden, unter dem Geist der Furcht des Herrn zu sein. In ihm, in Christus, erfüllt sich all das. Und weil es sich in ihm erfüllt, ist es auch wiederum für uns verfügbar. Teil der neuen Schöpfung in Christus, Teil der neuen Geburt. Amen. Und das alles in Jesaja 11, den Versen 2 und 3. Und wenn du mitgezählt hast, dann siehst du, dass hier genau von 7 Aspekten die Rede ist. Und vielleicht bist du schon einmal gestolpert über diese Stellen in der Offenbarung, wo von den 7 Geistern Gottes die Rede ist. Das sind sie. Das sind diese 7 Geister oder Aspekte des Geistes Gottes. Und ein Aspekt des Geistes Gottes ist die Furcht des Herrn. Halleluja. Zum Schluss eine Stelle noch aus der Apostelgeschichte, die das Ganze ins Zentrum der Gemeinde bringt. Denn bis jetzt haben wir noch keine neutestamentliche Stelle angeschaut, aber hier haben wir eine. Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Halleluja. Das ist eine Beschreibung des Zustands und der Veränderungen der Gemeinde, die kamen, nachdem man Paulus in die Wüste geschickt hat. Saulus hatte für ziemlich Unruhe gesorgt hier und sie schickten ihn zurück nach Tarsus. Und unmittelbar danach heißt es, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Wisst ihr, manchmal
drängt die Furcht des Herrn uns dazu, unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen. Dinge tun zu müssen, veranlassen zu müssen, die unbequem sind. Wo du vielleicht sagst, ja, hätte jetzt da müssen sie. Oder warum ist jetzt das passiert? Oder warum seid ihr so scharf gewesen mit dieser oder jener Person? Warum habt ihr die zurechtgewiesen? Ich kann dir sagen, warum. Weil die Furcht des Herrn ein Maß hat. Und wenn dieses Maß überschritten ist, dann musst du jemanden zurechtweisen. Dann musst du Konsequenzen ins Feld bringen. Dann musst du Dinge tun. Dann musst du zur Handlung kommen. Ansonsten wandelst du ebenfalls nicht in der Furcht des Herrn. Aber von der Gemeinde heißt es hier, dass sie in der Furcht des Herrn wandelte und sich mehrte. Ich weiß, grammatikalisch richtig ist und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Aber wir könnten es auch anders lesen, nämlich und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich. Warum? Weil sie in der Furcht des Herrn wandelte. Ich glaube, Gemeindewachstum hat sehr viel damit zu tun, dass die Gemeinde in der Furcht des Herrn lebt. Und was dann an Wachstum kommt, ist guter, legitimer, göttlicher, richtiger Wachstum und nicht Wachstum aufgrund von Kompromissen. Halleluja! Preis dem Herrn! Damit möchte ich diese wunderbare Reihe abschließen und ich bete einfach noch zum Schluss, lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Und ich bin überzeugt, dass unser Lobpreisteam auch noch ein Lied hat. Ihr dürft schon an die Instrumente gehen. Vater, wir danken dir, dass du uns berufen hast zu einem Leben ohne Angst, zu einem Leben frei von Furcht. Und du stellst uns damit nicht in ein Vakuum, nicht in einen luftleeren Raum, wo wir dann zwar keine Furcht mehr haben, aber auch dich nicht wirklich kennen, sondern du stellst uns direkt vor dich, vor dein Angesicht und gebietest uns die Furcht des Herrn. Und das ist nicht etwas, wo wir uns fürchten müssten und Angst haben müssten vor dir, sondern es ist, dass wir dir den gebührenden Respekt entgegenbringen. Dir, deinem Wort, deinem Wesen, deinem Sein, deinem Werk in der Menschheit, deinem Werk in Christus. Dafür danken wir dir, Vater. Und ich bete für diese ganze Versammlung, für jeden, der heute Morgen hier ist, dass er die Furcht des Herrn erkennen möge als seines Lebens Anfang. Wo er gerade steht, egal ob er dich vielleicht noch gar nicht kennt oder dich schon lange kennt, Vater, ich bitte, dass die Erkenntnis der Furcht des Herrn über diese Versammlung komme und jeden dort trifft, wo er gerade steht. Halleluja. Vater, und ich danke dir für die Segnungen der Furcht des Herrn. Ich danke dir für die Segnungen eines langen Lebens. Danke dir für die Segnungen eines gesunden, erfüllten Lebens, die durch die Furcht des Herrn kommen. Ich danke dir, Vater, dass dein Wort sagt, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Danke, Vater, dass die Anwesenden hier in dieser Versammlung, dass sie Reichtum und Ehre und Leben erfahren durch die Furcht des Herrn. Danke, Herr, dein Arm ist nicht zu kurz, dass er helfe. Und keines deiner Worte ist zu Boden gefallen, dass es sich nicht erfüllen würde. Ich danke dir im Namen Jesus. Amen. Amen.